Moin! Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch. Wir haben im letzten Part Grubianjan aus dem Krimmerviertel vertrieben und jetzt geht es zurück zum wunderschönen Heiligen Baum, denn ja, wir haben noch ein paar Spezialmünzen über. Und die wollen wir dazu verwenden, um natürlich weitere Zangenzars und Schattenartos und Kryos aus diesen Münzen zu ziehen. Ich meine, es wäre auch schön, meine Tante Herzi rauszubekommen, aber das, ach komm, Leute, bitte. Ja. Die brauchen wir doch gar nicht. Seht ihr? Sage ich doch. Brauchen wir nicht. Lieber zum tausendsten Mal ein Spansel oder... Ihr wisst, was ich meine. Nee, also jetzt mal ganz ehrlich. Komm schon. Ich habe nicht mehr viele Münzen über. Komm schon. Das kann doch nicht sein. Na gut, komm. Wir haben 42 Spezialmünzen. Die Zahl 42 ist eigentlich so bestimmt fürs Leben. Und auch eigentlich so eine Glückszahl. Let's go. Komm schon. Oh, schade. Dann kommt wenigstens mal eine schwarze Kapsel. Und das ist wieder Kryo. Und wisst ihr, ich weiß, dass ich diese Sequenz mit der Kapsel abspeeden kann. Ich kann das ja verschnellern bzw. abbrechen. Dass ja halt eben nicht diese Drehanimation am Yo-Kai Marten kommt und dass die Kapsel rausspringt. Aber ich finde, es erzeugt so ein wenig mehr Spannung. Und die will ich hier beibehalten und so. Deswegen ja. Wisst ihr, wenn ich wenigstens wüsste... Wenn ich wenigstens wüsste, ob mir diese 40 Münzen überhaupt was bringen. Wenn ich wenigstens reinschauen könnte, ob in diesen 40 Münzen überhaupt einmal Tante Herzi zu finden ist. Das wäre eigentlich schon nice. Aber ich denke mir auch so, Alter, wenn Level 5 schon diese 99 Münzen hier einsetzt, damit man auch Gilgamesh bekommen kann, da werden sie doch nicht die Coins so random generieren lassen, dass man auf keinen Fall einen der Yokai bekommt, die man braucht, um an Gilgamesh ranzukommen. Wisst ihr, was ich meine? So, die geben einem doch nicht 99 Spezialmünzen, wenn man am Ende des Tages einen Yokai hat, der fehlt. So, wenn am Ende des Tages einer fehlt, dann weiß ich nicht. Wäre ja auch richtig kacke. Ich meine, dass in diesen 99 Spezialmünzen sowohl billige Yokai als auch Rang S Yokai vertreten sind. Das akzeptiere ich. Und auch, dass es davon mehrere gibt. Nur, wenn es echt darauf hinausläuft, dass ich aus diesen restlichen 40 Münzen jetzt nicht ein einziges Mal Tante Herzi bekomme, dann raste ich echt aus, weil ich habe jetzt schon 20, 30 Münzen reingeworfen und bis jetzt kein neuer Yokai bei mir, ja? Kein einziger neuer Yokai. Und das regt ordentlich auf. Aber gut. So, hier ist nichts. Außer eine Truhe. Gönnung. Ich würde damit sagen, es wäre so unnötig von Level 5, wenn sie einem 99 Spezialmünzen geben. Und klar, diese Münzen, generieren sich halt selbst. So, die bestimmen selber, okay, was kann da drin sein? Es ist übelst random, was in diesen Münzen drin sein kann. Das wird ja alles random generiert und so. Nur sollte man immer von jedem Yokai mindestens einen in einer der 99 Spezialmünzen drin haben, weil es am meisten Sinn macht. So. Es macht einfach am meisten Sinn. Weil man erstellt ja keinen Spielstand, damit man am Ende des Tages noch einen Yokai braucht, um auf diesen Legendärer zu kommen. Und den kannst du halt nicht mehr holen, weil du halt alle Spezialmünzen verworfen hast und mit Glück vielleicht noch aus der Herziger Münze, aus der Grünmünze rausziehen kannst. Aber ich will damit einfach nur sagen, es wäre so unnötig, wenn wie aus diesen restlichen 40 Münzen nicht Tante Herzi bekommen. So. Eine Quest, Budingus. Ich wusste, dass hier Quests vertreten sein werden, en masse. Und hier ist die erste. Und das direkt im ersten Gebäude in der ersten Etage. Ja, moin. Mann, ich will, dass Mama und Papa Pizza bestellen. Was ist los? Wir haben sonst dauernd Pizza gehabt. Aber die Firma meines Vaters ist vor einer Weile auf einmal pleite gegangen.
Jetzt haben wir kaum Geld für tolle Dinge wie Pizza übrig. Das tut mir leid. Kannst du uns irgendwas dagegen unternehmen? Hilf uns, ab und zu wieder Pizza zu bekommen. Okay. Ja, was sollen wir machen? Sehen wir mal, dass wir von den anderen Familienmitgliedern mehr erfahren können. Familie im Pech. Hm. Weißt du, was komisch ist? Meine Firma ist pleite gegangen. An einem Tag. Es ging so schnell, dass sich in meinem Kopf alles drehte. Unglaublich. Ich muss drüber lachen, lol. Okay, das ist natürlich wunderschön. Was? Ob in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches passiert ist? Hm. Außer, dass die Firma unseres Mannes pleite ging? Nicht! Und wir scheinen wirklich viel Pech zu haben in letzter Zeit. Ich meine, die Waschmaschine geht oft kaputt und der Fernseher, der Ofen und der Staubsauger, den wir gerade gekauft haben, hat einen Defekt. Oh je, wenn man es so aufzählt, scheinen wir unmögliches Pech zu haben. Das kann ja wohl kaum ein Yokai sein. Lol. Da kauft ihr einfach Scheißgeräte. Ob irgendwas komisch ist? Ich weiß nicht. Manchmal höre ich unerklärliche Schritte. Das ist irgendwie gruselig. Ja. Warum haben wir nur kein Geld mehr für Naschereien übrig? Ich bin nur ein Kind. Ich verstehe diese ganzen Dinge überhaupt nicht. Aber ich glaube, in letzter Zeit haben wir viel Pech. Einmal habe ich einen Keksgutschein bei einem Schulwettbewerb gewonnen. Als ich ihn aber einlösen wollte, hatten sie in dem Laden keine Kekse mehr. Das kommt mir wirklich komisch vor. Als ob sie von etwas Unglücklichem beseelt worden seien. Hm. Sehen wir uns in diesem Zimmer um. Alles klar. Ich meine, die ganzen Charaktere hier haben einen lilanen Schimmer. Die können niemals beseelt worden sein. Ist Quatsch, Schwachsinn. Oh, es ist Blanco. Ja, natürlich. Es ist sein Nudismus und seine FKK-Freudighaftigkeit. Seine FKK-Freudhaftigkeit, Entschuldigung. Lässt alles in Unglückseligkeit und in Charme versinken. Und in Pech. Ich frage mich, was es zum Abendessen gibt. Ich wurde erwischt. Ich weiß, dass du alles getan hast. Hör auf, diese Familie zu beseelen. Auf keinen Fall. Wenn du nicht aufhörst zu quasseln, mache ich dich als nächstes arm. Tja, kannst du gerne machen. Ich habe noch trotzdem genug Goldpuppen am Start, dass ich mich wieder rich verkaufen kann. Du so. Mhm. Alles klar. Das war wieder mal ein sehr einfacher Kampf. Blanco. Ja. Moment, Blanco hat verloren. Und jetzt verschwinde aus diesem Haus. Muss ich wirklich? Ich kann nirgendwo anders hin. Ich bereite der Familie keine Probleme mehr, versprochen. Also, wenn es dir wirklich leid tut, dann sei es dir verziehen. Ja, ich denke, das ist okay. Wow, danke, ihr seid nette Leute. Blanco. Yeah. Oder ihr solltet das hier nehmen. Blanco. Ja, moin. Hatten wir ihn bisher schon mal gehabt? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls würde ich sagen, benenne ich den guten Mann nach Ahmed, denn er hat einen Kommentar geschrieben, in dem er sagte, dass ich mich mit Butzemann anfreunden soll. Das kann ich gern machen, Ahmed, aber ich meine, du weißt, auf welchem Level unsere Yokai momentan sind und das kannst du knicken. Ja, wir sind viel zu weak. Aber ich danke dir für deinen Kommentar. Ich müsste mal wieder offscreen ein bisschen trainieren und wir hatten ihn bisher noch nicht gehabt. Okay. Ich muss mal wieder offscreen ein bisschen trainieren bei McKraken und so, aber ja. Ab sofort sind wir Freunde. Klar, jetzt sind wir Freunde. Sieht aus, als würde er keinen Unfug mehr anstellen. Alles ist wieder gut. Ja, moin, das war eine schnelle Quest. Gut gemacht. Mhm. Ich meine, abgesehen davon, dass wir wieder mal ein paar Minuten beim Yokamaten rumpalabert haben, ging das hier doch ganz gut klar. Nein! So, jetzt ist halt die große Frage des Tages. Was kommt jetzt an Quests? Ich meine, hier sind wir durch, okay? Die Familie ist immer noch bitterarm und hat keinen Job mehr und ist arbeitslos. Und kann keine leckere Pizza mehr kaufen. Aber wir könnten trotzdem
Idee, mal hier in den weiteren Häusern vorbeischauen und... Ist das Rambizambi? Eine grüne Münze! Die kann uns vielleicht sogar Tante Herzi bringen. Nein, es ist Stocher. Ist Stocher nicht das Recolor von Rambizambi? Irgendwie so. Jedenfalls, er ist ein Lauch und er ist tot. Lol. Larry. Okay, und jetzt ist die Frage, gibt es hier noch ein weiteres Haus auf dieser Etage? Bitte nicht. Bitte keine Quest. Oh, danke. Was bist du denn für ein Vieh? Ach, dreimal genug. Die sahen erstmal krasser, oder der Typ, der Yokai, der sah erstmal krasser aus, als er eigentlich war. Ich dachte, okay, was ist das denn für ein Typ, Alter? Ist das irgendwie ein Gott oder ist das ein Enma? Nein. Auch wenn er ganz kurz mit seinen Kleidern so aussah, das war der übelste Lauch. Ich glaube, der Typ ist sogar Rang E oder so. Also, mal sowas von Suizid hier. Aber das Gute ist, auf dieser Etage war keine Quest und wir haben auch bisher eigentlich hier jede Wohnung auf der ersten Etage untersucht. Okay, hier geht's rein. Aber auch hier keine Quest. Finde ich gut. Nice, dann wäre das erste Haus durch, Brudingos. Whoop. Das geht mir doch schneller als gedacht. Und ich meine, wenn es nur eine einzige Quest pro Haus ist, wäre ich dem Ganzen sehr, sehr verbunden. Dankeschön. Mhm. Übrigens, ich glaube... Ich gucke jedes Mal an jeder Tür so, ah, können wir da rein, können wir da rein? Hm, hier können wir nicht rein. Ganz einfache Sache, fällt mir auch gerade erst auf. Die orangenen Türen sind begehbar. An den rosenen kannst du halt nur nach bestimmten Sachen suchen. Yokai oder Items oder was weiß ich. Also die orangenen Türen führen uns nach drin. Die rosanen nicht. Sehr schön, die erste Etage ist erstmal schön lecker befreit. Keine Quest hier, nur ein lecker Seelentee. Nom. Ja, läuft bei uns. Lecker. Und weiter geht's. Ach, nochmal der Stocher. Der kommt wohl öfter vor, ja? Vor allem, wie leer stehen auch diese Wohnungen sind, ja? Es ist echt hammerhart. Nein! Wieso? Oh. Du bist der Typ vom Nudelrestaurant Nordwind. Tut mir leid, wenn ich Probleme bereitet habe. Es scheint ihm gut zu gehen. Toll, das könnte Schicksal sein. Da wir nun wieder vereint sind, könntest du mir helfen. Du Jacuzzi. Als du mir letztes Mal geholfen hast, musste ich andauernd auf Toilette. Ich habe letzten Monat nicht viel verdient und kann jetzt keine Miete zahlen. Ich arbeite hart, um dazu zu verdienen, aber ich habe größere Probleme. Etwas beschäftigt mich so sehr, dass ich mich kaum darauf konzentrieren kann. Was ist los? Nun ja, es fing vor einer ganzen Weile an. Ich habe etwas auf der Baustelle in der Innenstadt versteckt. Aber jetzt sind die Bauarbeiten wieder im Gange und ich kann es nicht wiederholen. Ich hätte es dort nicht verstecken sollen. Was, wenn es jemand findet dort? Mir ist es unangenehm zu fragen, aber könntest du es holen? Was genau haben sie denn versteckt? Das siehst du dann ja, wenn es soweit ist. Nur guck bitte nicht rein. Nein, nein, das ist überhaupt nicht verdächtig. Jetzt will ich's wissen. Auf zur Baustelle in der Innenstadt. Ja, moin. Ist bestimmt irgendwie so ein fetter Dinosaurier-Dildo oder so. Lol. Oder irgendwelche Pornohefte oder was weiß ich, was er sich da gönnt. So, wir gucken trotzdem nochmal ganz kurz hier rein und schauen, ob wir sonst soweit hier von den Quests befreit sind. Heilige Scheiße. Ja, sind wir. Es gibt wohl echt nur eine einzige Quest pro Block. Hoffentlich. Und haben wir nicht sogar in Abteil C eine Quest erfüllt? War das nicht diese Quest von dem Kind? Also quasi das Haus hier. Ich meine, dass wir da schon mal eine Quest angenommen haben. Die Frage ist jetzt, ne? Kommen wir jetzt eigentlich in die Baustelle rein oder nicht? Wie heißt es hier nochmal? Bei Nacht oder bei Tag?
Oder ist das egal? Finde das Item auf der Baustelle. Können wir uns nicht sowieso auf die Baustelle porten? Oder geht das echt nur nachts? Okay. War da oben nicht ein Portalex? Oder war das nur... Also, oben auf der Baustelle. Oder war das nur ein Aokai? Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Naja. Jojo, halt die. Nicht, dass da jetzt jemand irgendwie wie so ein Türsteher geht und uns da nicht reinlässt. Nein, haust du rein. Okay, ich glaube, hier ist erstmal nichts und wir kommen ja auch nicht rein. Also müssen wir da echt nachts hin. Oh Gott. Und ich dachte, wir würden vom Cringe verschont bleiben. Oh. Wunderschön. Naja, egal. Gehen wir halt nach Hause. Pennen eine Runde. Fahren zurück in die Innenstadt. Ja, und dann läuft das. Ne? Ja. Oh Mann. Ich bin so froh, wenn die ganzen Quests durch sind. Ich mache sie auch nur für euch. Und generell, damit ich sie abgeschlossen habe, um mir zu sagen, hey, ich mache es auch natürlich, um es mir selber zu beweisen, dass ich es kann. Und wenn ich es geschafft habe, dann klopfe ich mir so hart auf die Schulter, dass ich erstmal einen Schlüsselbruch erleiden muss. Oh Mann, hoffentlich passiert das, Kai, du Sau. Danke, Whisper. Man kann sich doch nur nachts dahin porten. Aha. Hätte es mir auch fast denken können, ehrlich gesagt. So, nur ist jetzt die Sache, gut, hier kommen wir nicht durch. Na denn? Müsste dieses Item aber trotzdem irgendwo hier sein. Es heißt ja auf der Baustelle und das heißt ja auch vergraben und... Irgendwo hier muss das Item ja auch sein. Oder ist es ein Item, das dann einfach nur glitzert oder so? War es vergraben? Es ist nur versteckt und es ist irgendwo auf der Baustelle, nur wo? Ich sehe es schon kommen, da können wir erstmal Jahre nachsuchen, ey. Oh Gott. Ja, gäbe es denn je was Schöneres? Ich glaube nicht. Na komm, wir inspizieren einmal jede Etage und wenn wir es nicht finden, dann tut es mir auch leid für den Typen, aber denke ich mir so, nee. Vergiss es, das mache ich nicht. Willst du mich umbringen, Mann? Ich meine, ich kann auch nicht alles für dich tun. Beweg doch selber deinen Arsch. Ich meine, du wirst auch mal einen freien Abend in deinem Leben haben, wo du auch mal irgendwie auf die Baustelle gehen kannst. Das war's? Ist das ein Liebesgedicht? Whisper, lach nicht. Das ist nicht sehr nett. Du lachst doch auch. Ja, gar nicht. Ah, bringen wir es zurück. Lol, was für ein Opfer. Einfach ein Liebesbuch. Lol. Ich meine, nicht drauf zu gucken ist ja auch... Ja, ich meine, leichter als gedacht. Hm. Ja, wir mussten es ja finden und aufheben. Und ganz ehrlich, wie random war das bitte gespottet? Wie random war das bitte platziert? War das gerade sein Ernst? Ich meine, ich hätte auch dran vorbeilaufen können, hätte es nicht gefunden. Es war nicht auf der Karte gekennzeichnet, oder? Ich muss nochmal offscreen nachschauen, aber ich glaube, dieses Gedicht, dieses Liebesbuch, es war nicht auf der Karte gekennzeichnet.
Und dementsprechend... Ich weiß nicht. Was ist, wenn wir dann vorbeigelaufen wären? Dieses Liebesbuch hätte auch irgendwo anders sein können. Und wenn ich das übersehen hätte, hätte ich erstmal jahrelang gesucht und hätte mich wieder übelst an diesem Spiel aufgeregt. Aber okay. Kein Problem. Da hatten wir wohl Glück gehabt. Und wehe, der Typ kommt mir jetzt so wie Wanderkappe und sagt, nö, es ist nicht mein Buch, lol. Junge, ich töte dich. Jetzt mach mal keine Faxen jetzt und nimm das Buch an. Gottverdammt nochmal. Tu mir den Gefallen, Mann. Hallo? Ich glaube, der Typ hat sich erstmal erhangen, als er gemerkt hat, dass wir sein Liebesbuch gefunden haben, lol. Und er ist bestimmt irgendwie offscreen und undercover mitgekommen. Hat uns beobachtet, hat gesehen, dass wir ihn ausgelacht haben und hat sich erstmal in den Selbstmord gehangen. Oh ja, die Sau. Oh, hast du geholt, worum ich dich gebeten habe? Du bist das Beste. Also, kann ich es zurückhaben? Ich bin das Beste. Nicht der Beste, so. Scheinbar brauchst du nicht nur jemanden, der dir Bücher sucht, sondern du brauchst auch jemanden, der dir Deutsch beibringt, oder was? Geh am besten mal auf die Volkshochschule, du Sau. Ist es das, was sie haben wollten? Liebesgedichte, du. Ja, das ist es. Oh, danke. Ich bin ja so erleichtert. Du hast doch nicht reingeschaut, oder? Nein. Wirklich nicht. Ich vertraue dir hier. Nein, habe ich nicht. Da bin ich ja froh. Das ist mir sowieso schon ziemlich peinlich, also. Jetzt kann ich mich wieder ganz unbesorgt auf die Arbeit konzentrieren. Die Verwalterin hat auch gesagt, dass die Miete noch einen Monat Zeit hat. Von jetzt an werde ich ganz besonders hart arbeiten. Hoffentlich bleibt die Gedichtssammlung von jetzt an bei ihrem Eigentümer. Zum Glück konnten wir sie diskret finden. Problem gelöst. Alles klar, Brudingos. Ich denke mal, mit diesen beiden Quests, die wir heute gemacht haben, es sollten zwei Stück gewesen sein, haben wir auch erstmal genug getan. Ja? War das eine Quest oder war das zwei? Nee, es war erstmal diese Familienquest. Es waren erstmal diese Familienquest von wegen Pizza. Und dann war es die Quest von wegen Liebesgedichte. Alter, wie oft wir einfach den feinsten Thunfisch bekommen. Nicht, dass wir ihn brauchen würden, aber trotzdem voll krass, ein Top-Tier-Item als Quest-Belohnung zu bekommen. Gut, hier mit Block B wären wir fertig. Und ey, wo kommt die denn auf einmal her? Die stand hier doch letztens noch nicht. Oh Gott, was will die denn hier jetzt? Also, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Alter, die Quest wird erstmal hart ignoriert, weil... Oh, hier ist irgendwo ein Rang A-Yokai, oder was? Wer denn? Bananase? Scheinbar. Also an sich würde ich sagen, ey komm, ey, diese Quest wird erstmal straight ignoriert, Mann. Was soll das denn? So, die war eben noch nicht da, jetzt ist sie auf einmal da. Was will die Frau von mir? Wodurch wurde die getriggert? Ist das vielleicht die Münzwäschenfrau? Ich meine, die sieht genauso aus wie die Münzwäschenfrau und sie hat das gleiche Outfit an und das gleiche Aussehen generell. Und ach, diese ganzen Charaktere hier in Yo-Kai Watch sehen sowieso alle gleich aus. Kann man echt nicht auseinanderhalten, die ganze Geschichte hier. Aber wir gucken uns trotzdem hier um und schauen mal, ob hier nicht doch noch irgendwo eine Quest ist. Damit wir schon mal so ein bisschen abwägen können und abzählen können, hey, so viel wird uns im nächsten Part erwarten. Denn ja, diese Quest der etwas stämmigeren Dame, ja, die werden wir nicht in diesem Part annehmen, sondern im nächsten Part. Und dann wären wir auch an sich mit dem Krimmerviertel durch, oder? Ich meine, mir fiel jetzt auch erstmal kein Gebäude mehr ein, das wir hier betreten könnten. Ich werde natürlich auch offscreen noch ein bisschen gucken, weil vielleicht gibt es ja echt noch ein Gebäude, das ich betreten kann und in diesem ist noch eine Quest und so. Aber ja. Da muss ich mal, wie gesagt, offscreen gucken. Genauso wie ich auch offscreen weiter trainieren werde. Das sollte klar sein. Wunderwilli, Bruders. Mhm. Oh, man kann Münzen kaufen, ja? Krass. Das heißt, so wird man quasi nie die Münzen los. Das ist ja richtig schlau gemacht. Wow. Man braucht dafür zwar eine
ja, man braucht dafür halt gewisse Tiere, die man erstmal bekommen haben muss. Das sind dann Mischungen zwischen Käfer und Fische. Aber okay. Hier kann man sich Münzen gönnen bei ihm. Macht doch irgendwie Sinn, weil in Yo-Kai Watch 2 konnte man in der Stadenstädter Seehöhle ebenso Münzen von ihm bekommen, indem man quasi diese Yo-Kai Münzfragmente gesammelt und gestackt hat. Und so konnte man dann quasi Münzen quasi bekommen. Indem man aus den Münzfragmenten Münzen gemacht hat. Sehr intelligent. Na gut, Bruts, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr von Yo-Kai Watch verpasst.